auf den Nerv, wirklich. Dann sende ich mir eine Spritze ins Bein und dann denkst du, oh, weil die genau den Nerv trifft. Hallo, liebe Geschichte, Freunde, wir beide stellen euch heute einen neuen Tabak vor. Und zwar auch mit meiner Amy I Need You mit einem Kaminaufsatz und Tonkopf ganz normal mit 3 Emmy Goldkohlen. Ich sag's lieber immer lieber an, was ich drauf habe. Und ja, ich stelle euch heute einen neuen Tabak vor. Und zwar von 7 Days haben wir heute Vanilla Cream. Also hört sich schon mal sehr nice an. Den hatte ich mir gerade eben noch geholt aus dem Laden. Zu später Stunde nochmal in den Laden gesteppt. Und habe mir den geholt. Vanilla Cream sieht jetzt schon mal von der Ausverpackung sehr vielversprechend aus. Wie gesagt, ich blende euch ein Foto ein. Man sieht eine Vanillestange und man sieht hinten Creme, also joghurtmäßig soll das, denke ich mal, sein. Das Ganze einmal aufmachen. Dann sehen wir eine Tüte hier drin, ne? Ganz normal. Und vom Schnitt, ich muss eigentlich gar nicht reingucken, aber ich habe es schon gesehen, typisch 7 Days. Also er sieht halt sehr aus wie Sägespäne. Ich sage mal, das sind Sägespäne. Weil es halt wirklich aussieht wie Sägespäne. Zusammengepresste Sägespäne mit Molasse, aber sonst, ich kann bei dem Schnitt nicht meckern. Ich habe jetzt noch bei keinem 7 Days habe ich Probleme gehabt. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, habt ihr da Probleme mit 7 Days? Ich habe gar keine. Also ich weiß nicht, ob es da Leute gibt, die Probleme haben, aber keine Ahnung. Also vom Geruch riecht der so episch krass. Ich habe auch noch nicht kein bisschen angezogen, weil ich mir das fürs Video aufheben wollte. Also vom Geruch. Der riecht so frisch, schön nach Vanille. Ja, der riecht richtig lecker. Also alles, was ihr mit euch mit Vanille vorstellen könnt, genau danach riecht er. Und dann diese cremige Note rundet das Ganze schön ab. Und, was ist das für eine Bewegung? Das rundet das Ganze schön ab. Und das ist ultra geil vom Geruch. Also das ist so Hammer. Ich will es am liebsten essen. Komm, wir essen. Nein. Es ist der Wahnsinn. Könnte aber auch wie Alkohol riechen. Das Vanillelikör? Bestimmt. Danach könnte es auch riechen. So, aber uns geht es ja nicht nur um den Geruch von dem Tabak, das ist wieder so eklig, das Papier anzufassen, deswegen, ne? Ich würde sagen, rauchen an. Sehr schnell geht das anzuziehen, muss ich sagen. Und ihr habt mich gesehen, ich saß kurz da und habe kurz überlegt, er erinnert mich total an die Christstolle. Daran erinnert er mich total. In der Christstolle muss auch Vanille drin sein, da oben steht die Christstolle. Da muss Vanille mit drin sein, weil er erinnert mich total an die Christstolle. Ich weiß nicht warum. Also Freunde von 7 Days Christstolle, damit ultra gut bedienen. Er riecht, also er ist nicht so krass im Geschmack, wie er riecht. Das kriegst du auch selten bei Tabak hin, außer bei Traube kriegst du was hin. Das ist genauso süß, wie es riecht, genau es auf den Punkt bringt im Kopf beim Rauchen. Muss aber sagen, der ist 1A, Alter, der trifft es genau bei mir auf den Nerv, wirklich. Dann sende ich mir eine Spritze ins Bein und dann denkst du, oh, weil die genau den Nerv trifft. Saugut. Wirklich saugut. Man hat einen schönen leichten Geschmack. Also 7 Days, das ist wieder mal ein 7 Days, der riecht schon leicht. Das ist zum Chillen. Den kannst du rauchen, wenn du Halsschmerzen hast, 40 Grad Fieber im Bett liegst. Macht es natürlich nicht, Freunde. Hilft einfach nicht. Der ist so leicht, der Tabak. Der ist ultra leicht. Kann keine Ringe. Probier doch keine Ringe, Dillet. Warum probierst du es denn? Der macht ultra Bock zu rauchen. Der raucht, der schmeckt, der ist geil. Also, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich hatte erst fast Vanillekipfel von Start Now überlegt. Hab mich dann aber für 7 Days Vanilla Cream entschieden. Geil, der schmeckt wirklich geil. Diese cremige Note kommt so ganz leicht durch. Ich kenne das von dem Orange Cream von Start Now.
Und kommt hier so ganz leicht mit durch. Und die Vanillenote ist hier wirklich 1A dabei. Saugut, ey. Ich könnte das Video 20 Minuten lang machen. Saugut, ey. Er ist auch ordentlich Hitze oben drauf, 3 Kohlen. Der verbrennt nichts, es schmeckt nicht kohleelastisches. Der ist echt 1A. Ich kann keine Ringe. Manchmal kann ich sie, manchmal kann ich sie nicht. Wenn hier so ein Raufladen ist, wirklich so. Dann kannst du ja keine Ringe machen, Freunde. Der ist wirklich erste Sahne, ey. Das ist keine Übertreibung, das ist fast eine Untertreibung sogar. Der ist echt gut, also der erinnert mich total an die Christstelle. Habe ich super gekauft, wie gesagt. 1A Kaufhöhle, bist du stolz wie. Und was sagt ihr, die Shisha? Bin ich wirklich sau stolz auf mich. Der schmeckt gut, der raucht gut, der ist geil. Der ist richtig gut, also kann man sagen, das ist eine pure Kaufempfehlung. Für alle, die einen schönen leichten Tabak wollen, die Christstolle lieben, von 7 Days sind hier sehr gut beraten. Lecker. Einfach nur lecker. Ah, Freunde, bevor das Video gleich an die 8 Minuten geht, zumindest 7 Minuten steht da oben jetzt, 14,90 € 200 Gramm, klassischer 7 Days Preis. Klare Kaufempfehlung, wird nochmal gekauft. Ganz klar. Freunde, wenn es euch gefallen hat, gebt ihr mir einen Daumen nach oben. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Shisha-Video wieder. Klickt da oben irgendwo in der Ecke, da ist die Christstolle verlinkt, die so ähnlich schmeckt. Und ja, was gibt es noch natürlich zu sagen? Ich werde vielleicht jetzt noch den Kopf rauchen, vielleicht noch einen zweiten Kopf davon rauchen. Ja, mehr gibt es eigentlich zu sagen. Freunde, wenn es euch gefallen hat, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Daumen hoch nicht vergessen. Und am Mittwoch kommt dann wahrscheinlich was von Ginnys. Oder eine Pfeife, ich weiß es noch nicht. Muss ich gucken, was ich vorstelle. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Shisha-Dude. Ich wünsche guten Rauch.